Wir haben uns in den vergangenen Wochen schon gut eingelebt. Natürlich ist alles noch etwas chaotisch und ungewohnt. So viel Platz nur für uns. Wir sind glücklich. Noah ist zum Säugling herangewachsen. Schaut mal, wie süß er ist. Und auch die Sache mit Serena ist in den Hintergrund geraten. Zumindest für mich. Denn Oliver hat sich zum Ziel gesetzt, Serena hinter Gitter zu bringen. Ich habe Angst um ihn. Sie ist wirklich gefährlich. Ich hoffe, es passiert ihm nichts. Aber zurück zu schöneren Themen. Ob ihr es glaubt oder nicht, meine Ältesten haben heute ihren allerersten Schultag. Und möglicherweise ist es euch schon aufgefallen, ich bin wieder schwanger. Fragt nicht, wie das passiert ist. Aber kommt, setzt euch zu uns. Lasst uns feiern. Heute haben wir Sonntag und das bedeutet, dass unser Navin und unser Damon morgen ihren allerersten Schultag haben. Und natürlich werden wir sie dahin begleiten. Aber davor muss ich euch erstmal dieses wunderschöne Haus zeigen. Das ist unser neues Zuhause. Wir sind übrigens immer noch in Windenburg und hier hinten gleich nebenan ist die Hütte, in der wir zuvor gelebt haben. Momentan haben wir leider kaum noch Geld und die Familie ist auch gerade erst hier eingezogen. Deshalb haben wir hier noch ein ziemliches Umzugschaos. Hier hinten haben wir dann ein Badezimmer. Hier ist der Ess- und Küchenbereich. Und im oberen Stockwerk haben wir hier dann noch zwei kleine Badezimmer. Hier ist das Schlafzimmer von Snow und Oliver. Auch das ist recht spärlich eingerichtet. Sie haben ein Bett, hier ihre Heiratsurkunde und die Ultraschallbilder der Kinder. Und hier schläft unser kleiner Noah. Den werden wir einmal trösten. Er ist immerhin gerade erst aufgewacht. Und dann werden wir ihn einmal stillen, dann werden wir ihn knuddeln und dann geht es aber schon wieder ab ins Bett. Und dieses Zimmer teilen sich die Zwillinge. Hier unten schläft Damon und hier oben Navin. Denn dieses letzte Zimmer ist schon für das zukünftige Baby vorreserviert. Denn wie ihr im Intro gesehen habt, unsere Snow ist schon wieder schwanger. Und nun zeige ich euch noch kurz, wie unsere Familie gealtert ist. Hier haben wir die beiden Alltagsoutfits von unserer Snow. Oliver habe ich auch eine neue Frisur verpasst. Dann haben wir hier unseren Navin. Er ist ja unser Anführer und ich habe irgendwie den Verdacht, dass er noch sehr sportlich wird. Als Teenager sehe ich ihn dann auch schon irgendwie als Kapitän des Footballteams. Er möchte auch Spielführer sein und außerdem ist er Insider. Und hier ist unser zuckersüßer, aber düsterer Damon. Er ist ja unser Grumpy. Das bedeutet, er wird meistens leider nicht so gut drauf sein. Aber dafür glaube ich, dass seine Melancholie ihn zu einem ausgezeichneten Künstler machen wird. Er ist eben düster, aber möchte auch zu einem kreativen Wunderkind werden. Und hier ist unser Baby Noah. Über ihn kann ich euch leider noch gar nichts erzählen. Er ist einfach süß, ruhig und schläft gern, wie es eben für eine Schlafmütze so üblich ist. Aber morgen haben wir einen aufregenden Tag vor uns. Deshalb werde ich gleich mal schauen, dass alle so schnell wie möglich auf ins Bett gehen. Und dann sehen wir uns morgen früh pünktlich zum ersten Schultag wieder. Oh nein, eigentlich wollte ich die Nacht durchspielen, aber wir haben gerade eine traurige Nachricht erhalten. Terence Parker ist leider von uns gegangen. Terence war ja Olivers Vater. Aber zumindest bin ich jetzt noch froher drüber, dass wir im letzten Part Olivers Eltern besucht haben und sie ihre Enkelkinder noch kennenlernen konnten. Und nun haben wir Montagmorgen und hier ist unsere Grundschule. Navin und Damon sind beide jetzt natürlich unfassbar traurig, weil ihr Opa verstorben ist. Unser Navin will sich hier vom Spiegel auch gleich mal selbst beruhigen. Und Damon ist hier draußen am Klettergerüst. Wir haben nun noch ein wenig Freizeit und unser Navin wird sich jetzt einmal bei einigen Klassenkameraden vorstellen. Da haben wir einmal Jillian,
Dann haben wir Oscar. Hier ist auch noch Cinderella. Warum heißt dieses Kind Cinderella? Und Navin, geht es jetzt auch schon direkt besser? Er freundet sich gerade mit Oscar an. Irgendwie sehen Oscar und Navin sich unfassbar ähnlich. Möglicherweise ist er ja ein verschollenes Kind von Snow und Oliver. Und nun startet aber die erste Unterrichtsstunde. Da müssen wir natürlich teilnehmen. Navin ist ja nicht nur unser Anführer, sondern auch immer korrekt und fleißig und möchte natürlich auf keinen Fall seine erste Schulstunde verpassen. Navin sitzt einfach zwischen Oscar und Cinderella. Was sollen wir übrigens mit diesem Kind machen? Warum heißt es Cinderella? Ist das irgendwie ein Zeichen? Sollen wir uns mit dem Kind anfreunden? Oder soll es unser Feind werden? Oder sollen wir es vielleicht sogar adoptieren? Warum sind hier einfach alle Kinder unfassbar traurig? Ich meine, ja, von Damon und Navin ist immerhin der Großvater verstorben. Aber die anderen Kids können doch nicht deshalb traurig sein. Unser Navin freundet sich langsam aber sicher mit all seinen MitschülerInnen an. Das passt natürlich sehr gut. Immerhin möchte er ja Spieleführer sein. Falls ihr euch übrigens fragt, was Navin dafür erreichen muss, wir müssen verspielt auf einer Wasserspielmatte stampfen, Level 3 der Motorikfähigkeit erreichen, Level 3 der Sozialfähigkeit erreichen, mit 3 anderen Kindern anfreunden, 4 Stunden Fahrrad fahren, Level 6 der Motorikfähigkeit und Level 5 der Sozialfähigkeit erreichen. Und unser Damon ist alles andere als sozial. Er hat sich hier oben im Musikraum zurückgezogen und übt an einer Violine. Das klingt jetzt natürlich noch ein bisschen bescheiden, aber so ist es, wenn man Geige spielen lernt. Glaubt mir. Und der erste Schultag ist zu Ende und naja, wirklich erfolgreich war er für beide nicht. Navin hatte heute einen schlechten Tag und Damon war anscheinend unaufmerksam. Aber bitte lasst uns nicht vergessen, ihr Großvater ist gerade erst verstorben. Ich denke, da ist das ziemlich verständlich. Und während die Jungs sich gerade auf den Nachhauseweg machen, ist unsere Snow ganz woanders unterwegs. Sie ist hier in Hanford-on-Bagley. Und zwar hat sie hier gerade mit dieser Verkäuferin geplaudert und jetzt geht sie weiter zu Agatha Knautschgesicht. Anscheinend ist dieser Sim unsterblich und wird einmal reduzierte Ware kaufen. Denn wie wir alle wissen, unsere Snow kann ja leider nicht offiziell arbeiten, weil sie sich noch immer vor Serena versteckt. Aber zumindest möchte sie in ihrem neuen Zuhause einen Garten anlegen, um wenigstens irgendwie ein bisschen was zur Haushaltskasse beizusteuern. Ich kaufe jetzt hier wild durchgemischt ein paar Gemüse, Kräuter, Obst, Samen ein und zu Hause schauen wir dann, was wir am besten platzieren. Zu Hause angekommen, widmet sich Snow gleich ihrem neuen Hobby. Sie setzt all die Samen in die Erde ein und kann es kaum erwarten, dass ihre Arbeit Früchte trägt. Dabei übersieht sie völlig die Zeit und hat ganz vergessen, dass sie heute noch einen Termin hat. Aber zum Glück ist ihr Ehemann nicht so vergesslich. Snow, hier steckst du also. Ich habe dich schon überall gesucht. Hast du etwa vergessen, dass wir einen Arzttermin haben? Und zwar ist der Arzttermin, den die beiden haben, ein ganz besonderer. Sie gehen zusammen zum Ultraschall. Und die beiden sind wieder da. Ich bin unglaublich gespannt, was uns diesmal erwartet. Wir bekommen Drillinge und es werden einfach 3 Jungs. Aber unser Oliver hat nicht mal Zeit, sich in Ruhe darauf vorzubereiten. Er hat heute noch eine Mission. Er muss Beweise gegen Serena sammeln. Und heute wird es ernst. Endlich ist es soweit. Serena ist nicht zu Hause. Auf diesen Moment warte ich schon seit Wochen. Sei leise. Nicht, dass uns jemand hört. Ich werde jetzt diese Tür aufbrechen. Das ist so ein großes Haus. So viele Räume, die ich durchsuchen muss. Ich habe nicht viel Zeit. Los geht's. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Ich finde einfach nichts. Wieso finde ich keine Beweise? Ist sie möglicherweise doch unschuldig? Was soll ich nur tun?